Herzlich willkommen in Osnabrück. Furkan, was hat dich zum Wechsel nach Osnabrück von Eintracht Frankfurt bewogen? Erstmal hallo. Was mich nach Osnabrück gezogen hat, war meine persönliche Meinung zum Verein. Ich habe alles mitverfolgt und wollte dann auch mal hier sein und für mich persönlich auch Spielpraxis sammeln. Und ich finde, Osnabrück ist für mich der richtige Schritt. Du hast jetzt in Frankfurt im Bundesliga-Kader gestanden, hast mit den Profis trainiert. Für dich jetzt so eine Art Rückschritt in die dritte Liga zu gehen oder hast du hier dich für die Perspektive entschieden? Also ich habe mich auf jeden Fall für die Perspektive entschieden. Ich habe bei den Profis trainiert, in der U19 gespielt und die dritte Liga ist natürlich nochmal ein Tick schwerer und deswegen freue ich mich auch auf die Herausforderung. Herausforderung gerade auch, weil es für dich vom Juniorenbereich in den Seniorenbereich geht? Genau, also wird alles nochmal ein bisschen härter, schneller und darauf freue ich mich einfach. Jetzt hast du deine Unterschrift unter einen Zweijahresvertrag beim VfL Osnabrück gesetzt. Worauf freust du dich hier in Osnabrück am meisten? Also ich freue mich schon auf die Fans, habe mitbekommen, dass ganz schön viele erscheinen und ich will halt oben mitspielen und das Beste rausholen. Das freut den Trainer wahrscheinlich. Jetzt hast du natürlich auch ein bisschen Konkurrenz auf deiner Position des Innenverteidigers. Wie ist da so deine persönliche Perspektive? Also Konkurrenzkampf finde ich immer gut, weil da muss man alles geben und so entwickelt man sich am besten. Ich bin offen für alle Konkurrenzkämpfe und freue mich einfach. Sehr gut. Morgen ist dann für dich das erste Training beim VfL Osnabrück. Bist du gespannt auf deinen neuen Mitspieler? Ja klar, ich freue mich, meine neuen Mitspieler kennenzulernen, das ganze Trainerteam und bin ein bisschen aufgeregt. Du hast vorhin gesagt, du freust dich auf deine neuen Mannschaftskollegen und auf Osnabrück. Hast du bisher schon irgendwelche Berührungspunkte gehabt mit Osnabrück, dem VfL oder auch mit irgendwelchen deiner neuen Mitspieler? Nein, also mit Osnabrück hatte ich noch nichts zu tun und meinen Mitspieler kenne ich jetzt persönlich auch noch nicht. Jetzt ist die dritte Liga, auch eine spezielle Liga. Man sagt immer, jeder kann jeden schlagen, sehr, sehr umkämpfte Liga. Hast du das Geschehen in den letzten Jahren, was die dritte Liga angeht, auch selber verfolgt? Ja, ich habe es selber verfolgt und auch von Mannschaftskollegen mitbekommen, die in die dritte Liga gewechselt sind und von denen kam auch nur Positives. Jetzt bist du ja nicht nur einfach Profi-Vereinssportler, sondern hast auch schon zwei Länderspiele für die U19 der Türkei gemacht. Auch ein ganz besonderes Erlebnis für dich? Ja, auf jeden Fall. Es war etwas sehr Besonderes, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich habe zwei Länderspiele gegen Griechenland gemacht und hoffe, dass es noch einige werden. Auch zum Einsatz gekommen, oder? Ja, ich bin auch zweimal zum Einsatz gekommen. Sehr gut. Dann drücken wir dir beide Daumen für die Aufgabe beim VfL Osnabrück und wünschen dir viel Erfolg. Dankeschön.